Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lukas macht den Fisch. Wie ihr seht, ist es Winter und um das geht es in dieser Folge. Und zwar beziehen sich die meisten Anleitungen für kleine Aquaponiksysteme immer nur auf die warme Jahreszeit. Das ist schade, weil so müssen wir jedes Frühjahr wieder von neuem das System starten, die Biologie muss sich wieder neu entwickeln und im Herbst müssen wir auch die zu kleinen Fische essen. Wir hatten genau dieses Problem in unserer Anlage. Und zwar haben wir zwar ein paar Schuppenkarpfen und auch Spiegelkarpfen schon gegessen, es hat aber einige Exemplare, die sind noch ziemlich klein und vor allem die Schleien, die sind einfach noch nicht so gewachsen, dass wir sie schon mit gutem Gewissen essen könnten. Also haben wir uns entschieden, das System in den Herbst hinein und über den Winter laufen zu lassen. Und wie das genau aussieht, das möchte ich euch jetzt zeigen. Ja, wir haben ja unsere Anlage in ein kleines Gewächshaus verpackt. Das besteht eigentlich nur aus Dachlatten und Gewächshausfolie. Aber das reicht schon, um das Ganze vor den gröbsten Wettereinflüssen, vor dem Schnee, vor dem Regen und vor der Kälte ein bisschen zu schützen. Also, wie wir hier drin sehen, wächst aktuell nicht besonders viel. Es ist auch Winter, das ist völlig klar. Einige Pflanzen wachsen aber weiterhin langsam vor sich hin, gewisse andere müssen wir mit der Zeit rausnehmen. Die Fische, die überwintern wir hier drin so, als ob sie in einem Teich wären. Das heißt, wir haben ungefähr bei 15 Grad fast aufgehört zu füttern, füttern nur noch ganz spärlich. Und nun, wo die Temperatur bereits unter 10 Grad gefallen ist, füttern wir eigentlich gar nicht mehr. Wie wir sehen, ist das Wasser weiterhin schön klar. Das bedeutet, dass unser Bürstenfilter und auch der biologische Filter weiterhin arbeiten. Die arbeiten natürlich langsamer, vor allem der biologische Filter aufgrund der Temperaturen. Aber wegen dem geringen Futtereintrag reicht das trotzdem, um das Wasser schön sauber und klar zu halten und den Fischen so gute Bedingungen zu geben. Neben dem Sauerstoff, den wir über eine Luftpumpe zuführen, haben wir hier drin noch einen kleinen Heizstab installiert. Dieser Heizstab sorgt in erster Linie dafür, dass hier drin nichts zufriert, dass also die Fische nicht auf einmal in einem Eisblock leben müssen. Ob die ganze Überwinterung funktioniert, das wissen wir jetzt halt noch nicht. Aktuell sieht es aber gut aus und wenn alles nach Plan läuft, können wir hier ab beispielsweise Februar schon wieder erste Stecklinge ziehen und das System dann möglichst früh auch wieder mit Pflanzen bestücken. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr weitere solche Videos sehen wollt oder beispielsweise, ob wir die Fische über den Winter bringen, dann liked doch dieses Video und lasst ein Subscribe für den Kanal da.